Hallo Team Factory, heute ist Dienstag und heute bekommt ihr unser 51. Team Factory Home Workout mit der Sarah. Hi. Ihr habt heute ein bisschen was zu tun, wir versuchen das Video so kurz wie möglich zu halten und mit mir. Na? Gut. Los geht's. Warm-up, Kraftteil und Workout. Das sind insgesamt bestimmt mindestens eine Stunde, okay? Und Warm-up besteht aus 3 Runden. Wir machen 10 High Knees, 10 Butt Kicks, 10 Toy Soldier am Platz und 3 Inch-Sprung. Sarah, zeig mal deine dynamischsten Sprünge, die es gibt, okay? Leute? High Knees, Sarah. Butt Kicks, gut. Ja? Und Toy Soldier am Platz. Diagonal, Fußspitzen nach vorne, trefft eure Finger so hoch wie möglich, okay? Und natürlich macht ihr nicht 1, 2, 3, sondern 1, 2, 3, ein paar mehr, okay? Und davon 3 Runden. Sehr gut. Und Inchwurm. Ah ja, stimmt. Und 3 Inchwurm. Fangt lang an, legt euch vorne über, dehnt die hintere Kette kurz, bleibt einen Moment vorne drin. Das muss nicht super flach sein. Aber wir wollen nicht durchhängen, ja? Und lang machen. Und jetzt kommt der zweite, mach's mal schlecht. Mach's mal falsch vor. Nach vorne gehen und durchhängen, okay? Wir wollen nicht super weit nach vorne und hier durchhängen. Das hat nichts damit zu tun, sondern bringt den Kopf zwischen die Arme, okay? Und haltet hier eine Spannung. Vielleicht so, geht nochmal ein Stück weiter nach vorne. Oder vielleicht auch hier, okay? Aber der Hintern und das Becken ist immer oben, ja? 3 Runden davon. High Knees, Butt Kicks, Toy Soldier und 3 Inchwurm. Okay, gut. Der Kraftteil ist ein E-Mom, 20-minütiges E-Mom mit 5 Übungen. Okay, außer eine haltet ihr immer 40 Sekunden von dieser Minute. Okay, und habt 20 Sekunden Zeit, um Luft zu holen und zur nächsten Übung zu gehen. Ja, wir machen Weighted Wall Sit. Völlig egal mit was, es soll nur schwerer als ein Buch oder eine Flasche Wasser sein. Okay, wir hatten Wall Sit schon x-fach. Ja, versucht überall die 90 Grad zu haben. 90, 90, 90, okay? Und das Gewicht nicht auf die Knie ablegen, sondern haltet es vor der Brust. Macht es euch so schwer wie möglich. Auch jetzt kann ich nicht bei jedem Zuschauen, es sei denn, ihr seid in der Zugklasse, euch ein bisschen anschieben, anpöbeln oder sowas. Ja, war das schwer? Bleibt doch mal. Ja, war schwer. Ne? Macht es euch so schwer wie möglich. 40 Sekunden Wall-Sit. Nächste Übung sind 40 Sekunden Walk around a chair. Ne, ich glaube, ihr habt alle einen Stuhl zu Hause. Wir nehmen jetzt die Box. Wir hatten es schon ein paar Mal bei uns. Wir wollen den Kopf zwischen die Arme bringen und das Laufen auf Händen simulieren. Ja? Und Kraft aufbauen, Koordination. Wir können 40 Sekunden in die eine, 20 in die andere, wie auch immer. Ich möchte nur, dass ihr das genau so macht. Und da gibt es auch wenig Skalierungen für. Wer das keine 40 Sekunden schafft, macht es so lang wie möglich. Wartet, bis die nächste Minute kommt und dann gibt es 40 Sekunden Flutter Kicks. Okay? Wir machen die so. Hände vor die Brust, Beine komplett gestreckt, Fußspitzen wollen wir nicht nach oben, die sollen nach vorne schauen. Das macht es ein bisschen schwieriger, intensiver und bewegt das ganze Bein und nicht nur die Oberschenkel oder nee, hier die Knie oder was auch immer, ja? Bewegt einfach das ganze Bein. Okay? 40 Sekunden, 20 Sekunden Luft für 40 Sekunden Candlestick Hold. Ne? Hugo, kommst du gerade mal raus mit deinem Astralkörper? So, 40 Sekunden Candlestick Hold. Nein. Das ist die Skalierung. Wir machen es uns. Na, okay. Das ist die Skalierung. Okay? Ich möchte es eigentlich so sehen. Ja? Fußspitzen zur Decke, Hände am Boden. Skalierung ist, haltet euch das Becken fest. Okay? 40 Sekunden Hold. 20 Sekunden Pause für die 5. Übung. Und jetzt kommt was Fieses, okay? Aber wir haben jetzt schon so viele Chair-Dips gemacht, ja? Das muss jetzt funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, macht so viele wie möglich dort in dieser Minute. 10 in der Minute funktioniert. Push-Up-Position, geht auf den Unterarm und kommt genauso wieder aus der Push-Up-Position raus, okay? Na, so richtig schön sehen die auch nicht aus. Oh, ganz schön schwer. Okay, ich versuche die jetzt mal anders mal zu machen, schön. Okay? Also wir wollen aus der Push-Up-Position direkt hier hin und direkt hier raus. Direkt hier hin und direkt hier raus, okay? Versucht vielleicht, so wie Sarah, ja, ihr habt ein paar Probleme, vielleicht mehr, der ein oder andere,
hier hinzuschieben, hier hinzuschieben und rauszukommen. Die Knie gehen, okay. Das sind die Skalierungsvarianten. Das geht ziemlich hart auf den Trizeps, aber den brauchen wir mehr als einen Bizeps. Okay, wir sind beim CrossFit. Das nennt sich Trizeps-Push-Ups, okay? Geh doch mal bitte rum. Gut. Kraftteil, 20 Minuten E-Mom, 5 Movements, 5 Bewegungen, okay? Workout. AMRAP, 20 Minuten aus 5 Movements. Wir fangen an mit 3 Wall Walks. 3 Wall Walks. Wir starten in der Push-Up-Position. Leg dich ab. Rausdrücken. Und lauft jetzt Schritt für Schritt. Stopp. Wir wollen nie hier hängen. Hüfte, Oberschenkel gehen nie Richtung Wand, okay? Wer das nicht kann, bleibt so weit von der Wand weg, bis er nicht durchhängt, okay? Sollte er es dichter schaffen, dichter ran. Geht's noch dichter, geht dichter ran. Im Grunde, auch jetzt, kommt das von der Wand weg und bringt die Nase Richtung Wand. Das ist das, was ich eigentlich sehen will. 3 Stück davon und wieder rauslaufen. Vor allem laufen, nicht nach rechts und links umklatschen, okay? Davon macht ihr 3. Die tun weh, wirklich, die tun jedem weh, ja? Aber wenn man die können, kann man den Rest auch, okay? So, 20, Achtung, 2, 4, 1, erst kurz. Ihr geht tief, halb hoch, tief und hoch. Das war einer. Okay, 2, 4, 1. Machen wir mal einen. Super. Dynamisch wie eh und je. Okay, 20, 2, 4, 1, erst kurz. Danach 30, Mountain Climber. Wir wollen hier so sehen, dass ihr dynamisch schnell nach vorne kommt, okay? Genauso. Knie Richtung Ellenbogen. Hm? Und nicht irgendwie alles schon gesehen, hier den hier machen. Das wollen wir nicht sehen. Okay? Wir wollen die schnell und dynamisch sehen. Okay? Tun wir was für unsere seitlichen Bauchmuskeln. Gut? 10 Bulgarian oder Jumping Bulgarian Split Squats. Wir brauchen wieder den Stuhl, die Bank oder was auch immer. Erstmal in den bulgarischen Split Squat, ja? Der ist ungefähr so. Mach mal einen normalen Bulgarian Split Squat. So. Nochmal einen. Das ist der Bulgarian Split Squat. Wir machen es fies. Und auch da, macht ihn, wenn ihr glaubt, ihn auch machen zu können. Nicht dabei umfallen oder was auch immer. Ja? Geht runter und dynamisch nach oben. Und springt. Da müsst ihr vielleicht die Distanz ein bisschen verändern zwischen dem Standbein und dem Bein und der Box oder dem Stuhl oder was auch immer. Aber die Zwiebeln, okay? Es ist auch nicht gedacht, dass wir in den 20 Minuten AMRAP 11 Runden davon machen. Okay, wenn wir 3-4 Runden davon machen, aber schöne Movements oder schön ausgeführte Bewegungen, dann ist das besser als irgendwie was dahin hingeruddelt oder so, ja. Also, 10 rechts und 10 links, die tun weh, aber was nicht brennt, wächst nicht. Okay, danach kommen 5 Pike Push-Ups. Ist egal, lass da runter. Ja, Pike Push-Ups. Ich glaube, die Stühle sind alle nicht viel höher. So. Der schönste Pike Push-Up ist der, wenn das Kinn an der Brust ist und wir ein Dreieck aus dieser Hand, dem Kopf und der anderen Hand bilden, okay? Wir wollen nicht die Stirn zum Boden bringen, ja? Nicht die Stirn, sondern den Kopf. Wir wollen den Handstand Push-Up trainieren und simulieren, okay? Das ist das Ausgang, geh mal runter, das ist das Dreieck, okay? Und wieder rausdrücken. Gut, jetzt mach's mal falsch. Wir wollen nicht, schau mal nach vorne. Wir wollen keinen Push-Up simulieren. Und das werdet ihr merken, das ist ein Push-Up, das geht in die Brust vorne rein, okay? Nicht die Stirn zum Boden bringen. Wir wollen den Kopf zum Boden bringen, okay? Ich zeig das mal ganz kurz an der Wand. Wenn du nämlich einen Handstand-Push-Up machst, ja, dann bist du hier und dann gehst du auch nicht so nach unten. Das wäre fatal, okay? Du gehst auch so nach unten und gehst raus. Okay? Hierhin und hierhin und nicht hierhin. Ja? Deswegen wollen wir nicht die Stirn zum Boden bringen. Okay? Gut. Ja. Anstrengend.
Wir wünschen euch viel Spaß bei dem 51. Team Factory Home Workout und wir sind gespannt, was noch so alles kommt, die Informationen von unserer Bundesregierung. Mal schauen, wir leben damit, wir gehen damit um und machen das Beste draus. Wir versuchen nicht einzurosten und liefern euch so schöne Workouts wie möglich, dass der Muskelkater immer dabei ist. Ja? Also, viel Spaß Leute, habt einen schönen Tag, wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.